Du bist sicher im Weihnachtsstress, hast Geschenke eigentlich noch nicht so richtig ready und eigentlich noch 100'000 Sachen zu machen. Und darum ist das WhatsApp jetzt genau richtig. Wir gehen heute auf Zürich, Pink Ribbon Event. Ich bin mitgefahren mit Chenoir im Bus. Gap Highlight in Luzern, Nazi B Teams, die brennen. Und BSV Kurve darf natürlich auch nicht fehlen. Das und vieles mehr in den nächsten paar Minuten. Los geht's! Ladies and Gentlemen, die Tabelle brennt. Natürlich vorne Kadetten. Hey, das Spiel habt ihr gesehen, EHF. Kadetten ist eine Runde weiter. Und wie? Auf den zweiten Platz geschlichen hat sich jetzt GC. Krönt haben sie die Leistung mit einem Sieg gegen den Schweizer Meister. Reizt sich nicht wieder ein bisschen zu spielen hier unten? Manchmal ist es geil, auch so Aperos hier oben. Was geht's denn heute? Ein Handballmatch. Pink Ribbon. Wir dürfen Charity Partner sein und sind extrem geehrt, dass wir heute hier sein dürfen. Und wir unterstützen jetzt einfach die Brustkrebs Charity. Aber geht's dir gut? Ja, definitiv. Wir wollen natürlich aufmerksam machen auf das Thema Brustkrebs. Wir wollen Solidarität zeigen mit allen Betroffenen. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass Frauen wissen, dass sie früher erkennen müssen. Dritter Platz, Kriens Luzern. Sie sind echt vom Pech verfolgt. Also so knapp immer verlieren oder unentschieden spielen, das muss wehtun. Und jetzt auch noch Kriens verfolgt von den Verletzungen. Orbovic, Küttel, ganz wichtige Leute. Und Timi, verpasst ist die EM. Das kann man wahrscheinlich gar nicht beschreiben, wie schmerzhaft das ist. Auf dem Weg wünschen wir dir von der Handball-Community alles Gute. Und das hat natürlich Einfluss auf das vorläufige EM-Aufgebot, das so eben gerade rausgekommen ist von Michi Sutter. Also es ist jetzt schon noch ein bisschen Spielzeit und die haben auch viele Belastungen. Und wir haben schon noch ein paar, ich meine schon nur die in der Bundesliga spielen, was die noch für ein Programm haben vor dieser Zeit. Also da läuft schon noch viel. Da kann sich auch noch viel ändern, ja. Ui, es läutet. Hey, ça va? Ja, selber auch. Bist du eigentlich mit dem Fokus im Moment noch voll bei Lemgo in der Bundesliga drin? Kannst du dich gar noch nicht so auf Nazi-Geschichte fokussieren? Ja, momentan schon noch voll Lemgo, voll Bundesliga. Einfach weil es ohne Fokus nicht geht. Ja. Aber man wird natürlich gerade von den Medien immer mehr auf vor allem das Eröffnungsspiel gegen Deutschland angesprochen. Und darum auch auf die EM generell halt. Ja. Wie sehen die Deutschen? Also das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz, wie ist so die Stimmung dort? Haben die eigentlich Respekt vor euch? Ich bin jetzt nicht so handballaffiner Fan. Ist schon ein bisschen, ja, Deutschland gegen die Schweiz im Handball eigentlich eine klare Sache. Ich glaube, wir können das Spiel gewinnen. Also gar keine Frage. Ich meine, einfach wird sowieso nicht. Das ist kein Eröffnungsspiel. Aber Deutschland steht auch unter einem riesen Druck. Und man muss gar nicht so groß auf Deutschland fokussieren. Ich glaube, wenn wir auf dem Feld stehen, ist 7 gegen 7 mit Goalie. Und dann haben wir gute Spieler. Sie auch. Aber dann wird es hoffentlich ein gutes Spiel. Und du hast weiter so performen, gell? Ja, es läuft, ja. Buddy? Ja, also im Moment in der Liga so wie so ein grünes Apro von der Migros. Nicht ganz so prickelnd, aber okay. BSV, an dieser Stelle müssen wir einfach mal Props geben an der Kurve 2 Minuten. Wir sind 2 Minuten Bern, wir sind hier, um die Halle abzufackeln. Wir sind 2 Minuten Bern, wir sind der Fanclub vom BSV und wir unterstützen egal wo. Das ist so ein bisschen unser Motto, ja. Und machen Stimmung für den BSV. Und ich habe das Gefühl, man merkt auch, dass durch uns die Halle wie mehr lebt. Passion, Passion, Passion. Gratuliere zu dem Effort.
Sur Aarau mitverantwortlich, dass Kreuzlingen Wacker Thun können überholen. Ottmar St. Gallen, da ist nicht nur zu erwähnen, dass sie zwei grosse Abgänge haben mit Schramm und Störchli und die kompensiert werden mit Ladan und Höning. Ottmar liefert auch einmal mehr den Mobiliar Topscorer David Gniesewitsch und sie sind mit einem verrückten Spiel rausgefallen im Göpp Achtelfinal gegen niemand anders als den RTV Basel. Ja! Hitchcock-Spiel und somit sehen wir den RTV weiterhin da im Umfeld von der QHL im Rahmen des GÖP. RTV Basel, Alexander Spende, er ist jetzt auch noch geehrt worden für letzte Saison an der Mobiliar Topscorer Gala in Bern. Einmal mehr eine schöne Ambiance. Wacker Thun. Wacker ist am Wackeln. Grosse Rückkehr mit dem Uri. Hat aber leider immer noch nicht gelangen. Ja, sie haben auch ein bisschen Probleme. Es ist auch finanziell ein bisschen Probleme. Kann man spenden? Ja. Du, im Moment ist der Lotto-Checkpot recht hoch. Sagt mir 6 Zahlen. Also 8, 16, 23, 35, 42 und 37. Zusatzzahl? 6. Gesagt, getan. Ich habe das Teil extra aufbewahrt, bis jetzt, dass ich das live nachschauen kann. Hey! Ein Zahlen gestimmt! Ich lade die ganze Halle nicht! Hey, es war ja eigentlich ein besseres Freundschaftsspiel. Ich glaube, es hat Spass gemacht. Man hat noch viel kennt auf der anderen Seite. Der Uri, der Remy, ja, der Ron, all die. Haben wir das mitbekommen? Ihr habt Prominenz auf der Tribüne. Wer? Der Andi Schmid ist gekommen. Ja, vielleicht für nächste Saison, wer weiß. Dann ist er Nazi-Trainer. Ja, eben. Dann könnt ihr ja sicher noch irgendwo ein bisschen für die Fitness. Habt ihr ein bisschen Budget? Ja, so 2-3 T-Shirts könnt ihr schon haben. So, es ist Zeit für ein cooles Bild. Und wer nehmen wir heute? Uri, wenn du schon wieder Handball spielen willst, dann musst du ja gerade einen Einstand liefern. Uri, der Mann, der alle Berge erklimmen kann. Der gute alte Pfadfinder. Wir wissen ja, dass du Vater bist und ich denke, du bist sicher ein Super Daddy. Jetzt lade ich mal KI einen Super Daddy generieren. Wieso macht das Kind auch noch gerade nach dir? Ich habe nur eingegeben, Super Daddy, nicht Super Kid. Kreuzlingen durch wichtige Sieg, solid dabei, macht Boden gut. Und hinten haben wir unsere Genfer, schön war. Es wäre natürlich schön, wenn hier Genf noch ein paar Punkte holt. Die Genfer müssen sehr weit in der Schweiz reisen, zuletzt nach St. Gallen. Also das sind irgendwie 14 Stunden Abwesenheit an so einem Sonntag. Was macht ihr so an einem Sonntag? Oui, des fois c'est pesant, des fois ça prend une grande place dans notre vie parce qu'on sait que c'est un jour de notre week-end entier, que on n'a pas nos amis, pas nos familles alors que c'est censé être un day off. Mais on le fait parce qu'on aime le sport, on aime ce qu'on fait. On a connu ça depuis qu'on est petit avec l'académie, avec Genève et du coup on est entre guillemets habitué à ces trajets qui prennent tout le week-end et c'est sûr qu'on n'a pas la chance d'être comme Fadi ou Zurich qui sont assez centralisés et qui ont des déplacements de 1h, 1h30. Non, il y en a beaucoup qui dorment pendant le trajet. Alors on essaie de pas trop dormir juste avant d'arriver parce que sinon Juan il est pas très content. Mais la plupart du temps on dort beaucoup dans le bus surtout. Bah, c'est sûr que quand on va jouer des matchs contre Schaffhouse, Kriens ou ce genre d'équipe là, on sait qu'on n'a pas forcément énormément de chances de ramener des points. Après, on a montré cette année qu'on pouvait aller prendre des points, par exemple à Winterthur. Donc, on n'y va pas non plus en se disant qu'on est de toute façon l'équipe qui va perdre. Et puis, la motivation, elle vient aussi dans d'autres choses. On sait qu'on joue dans des belles salles, devant un peu de public des fois, contre des gros joueurs aussi. Dans ces équipes-là, il y a des joueurs contre qui qu'on voyait jouer à la télé il y a quelques saisons, et maintenant on joue contre eux. Donc, on est forcément content. Mais dans tous les cas, on y va toujours avec l'objectif de produire quelque chose, soit ça soit pour prendre des points, soit quand même pour produire du jeu, quoi. Ja, schön war, man macht sich wahrscheinlich ein paar Gedanken, ja, wie sieht es in der Nationalliga B aus? Und wir haben da in der Innerschweiz so ein Feld. Zwei davon sind Emmen und Stanz. Die haben jetzt gerade ein Derby gehabt und schauen mal, was da abgeht in dieser Halle. Ja, es ist der absolute Wahnsinn, wie sich jetzt das so auch entwickelt hat jetzt über die Saison. Also eben, wir sind als Mannschaft gestartet, die nicht grosse Ansprüche hatte. Das halbe Kader hat ja letztes Jahr noch 19 Elite gespielt, das bei Pilatus. Und die können sich entwickeln. Die reisen da Woche für Woche die Hallen ab. Und das kommt am Schluss eigentlich der ganze Luzerner oder Innerschweizer Handball-Szene gut, dass wir jetzt so ein Derby gegen Stanz spielen dürfen. Ja.
Ich bin mir sicher, dass Leute daran, dass Handball Emmen ein sehr familiärer Verein ist. Man geht nach dem Spiel mit den Leuten reden, man kennt sich. Das Publikum macht schon sehr viel aus, würde ich sagen. Hopp Emmen! So, hey Leute, das war es. Das letzte WhatsApp von diesem Jahr. Und das nächste Highlight wird sein, ja klar, nach dem Festtag zu viel essen, zu viel trinken und alles einfach zu viel. Yellow Cup kurz vor dem Rekord-EM-Eröffnungsspiel Schweiz-Deutschland, 50'000 Publikum. Und jetzt verlosen wir da zweimal einen 3-Tages-Pass für den Yellow Cup. Was du musst machen? Like natürlich das Video und kommentiere unten eine gute Besserung für den Dimi Küttel. Nächste Woche ausgelost auf Instagram von Handball Schweiz, also good luck wünsche ich dir und dann sehen wir alle anderen auch am Yellow Cup. Ah, oh, ich bin dann noch in der Ferien. Lass doch die Ferien ab. Danke, dass ihr dabei wart. Wünsche euch gute Festtage. Tschüss zusammen. Tschüss, tschüss, tschüss. Abonnieren, liken, abonnieren, liken. Kommentieren. Die Mobilia. Stolzer Presenter von Handball Schweiz. Spannende Handballmomente mit Quickline, dem Anbieter von TV, Mobile und Internet. Quickline Handball League.